Meine Geschichte erzählt von Scientologen, die seit dieser Unterschrift unheimlich viel Erfolg haben. Später in der Zentrale. Für rund 50 Euro soll er arbeiten, bis spät in die Nacht. Also wir müssen halt irgendwie auf diese 52,5 Stunden kommen. In der Woche. Ja. Mhm. Weil dann läufst du einfach als Vollzeit, also nicht Full-Time, sondern als Vollzeit. Und dann kriegst du einfach das Gehalt ausbezahlt. Mhm. Die Scientologen lassen nicht locker. Thorsten Brock schiebt seine Freundin vor, die sei gegen Scientology. Kein Problem, sagen die Scientologen. So, deine Freundin handhaben wir. Ich will jetzt nicht sagen, handhaben wir einfach, aber handhaben wir. Die kompletten Abende, wo du jetzt da bist, ja, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag könnte dann raus, drillen wir dich, also machen wir die Übungen. Das werde ich machen oder irgendjemand anders, wie du deine Freundin handhaben kannst. Also das heißt, du erzählst uns so ein bisschen, was deine Freundin hochbringen kann und ich verhalte mich mal wie deine Freundin. Mhm. Thorsten Brock stimmt einem Treffen mit seiner angeblichen Freundin zu. Das Gespräch ist eine Plauderei. Jede Kritik wird weggelächelt. Psychosekte, Familien auseinanderbringen, ihr wollt nur Geld. Das ist das, was man so hört. Was ganz, ganz toll würde ich finden von dir, wenn du das mal machen würdest, guck dir einfach mal das ganze Gebäude an. Dass du es wirklich mal live siehst, wie es da so aussieht, wie die Leute drauf sind. Dass du mal siehst, dass alle freundlich zu dir sind und dass es keine Böse gibt. Nach einer Viertelstunde beenden wir das Gespräch. Die Freundin verlässt das Lokal. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wurde mir gesagt. Entweder ich bekomme meine Freundin dazu, selber in die Organisation zu gehen, selber dort anfangen zu arbeiten, oder ich muss sie verlassen. Ganz einfach. So steht es auch in der Literatur, in den Büchern. Und mir wurde auch dann ein spezieller Kurs dafür empfohlen. Nach 157 Tagen wird ihm der Psychostress zu viel. Er steigt aus. Thorsten Brock wird wieder zu Freddy Gareis, dem Journalisten. Er ist um einige Erfahrungen reicher. Zum Beispiel, dass innerhalb von Scientology andere Wahrheiten gelten als die offiziellen. Wenn sie Beschwerden haben oder körperliche Leiden haben, die seelisch verursacht sind, und sie finden dann den Ursprung in der seelsorgerischen Beratung, dann wird es dort Veränderung geben. Aber wir werden mit Sicherheit nicht an Menschen herantreten und behaupten, wir können heilen. Habe ich auch alle Krankheiten gehandhabt, im Prinzip. Im Prinzip schon. Also nicht nur Schnupfen, Grippe, Erkältung, sondern alles, ne? Mhm, genau. Braucht man ja gar nicht mehr zum Arzt im Prinzip, ne? Genau. Tja, das sind bizarre Bilder und Originaltöne. Herr Gareis, war Ihnen das am Ende einfach nur zu stressig oder hatten Sie sogar ein bisschen Angst vor Scientology? Definitiv beides ist der Fall gewesen. Also stressig wurde es natürlich. Also ich hätte ja anfangen müssen zu arbeiten, diese 52,5 Stunden die Woche. Und 50 Euro, also es ist schlechter als ein 1-Euro-Job. Richtig, also es war ja noch nicht mal klar, dass ich überhaupt 50 Euro kriegen sollte, sondern das wurde mir nur gesagt, das könnte ich verdienen. Mhm. Und diese 52,5 Stunden da zu verbringen, das wurde mir definitiv zu viel. Und aus diesem Gedanken dann entstand auch heraus eine Angst, irgendwie, dass es dann... eigentlich fängt da die Recherche an oder wäre da richtig angefangen, aber ich glaube nicht, dass das durchhaltbar ist. Als Sie dann nicht erschienen waren, da war dann wieder auf Ihrem Handy die Hölle los? Natürlich, das Handy ist weiterhin ein Instrument aus so einem Paralleluniversum, also ist natürlich ein anderes, was ich mir dafür geholt habe und das geht fröhlich weiter, also die wechseln sich da ab, rufen mich an, wollen, dass ich anfange zu arbeiten. Sie haben da Kinder gesehen, was waren das für Kinder und was wird da mit denen gemacht? Ich habe mehrere gesehen öfter und auf Veranstaltungen, also es gibt auch mal einen extra Kurs für die, der heißt dann der Weg zum Glücklichsein. Da können dann die Eltern, die dort Kurse belegen, dann ihre Kinder parken sozusagen. Und zum anderen sind es natürlich Kinder gewesen von den Mitarbeitern dort. Sie haben in einer Reportage auch berichtet von Schreien, dass Sie gehört haben, let me out, hätte jemand geschrien, lasst mich hier raus. Haben Sie mehr darüber erfahren? Überhaupt nicht. Also es waren zwei Schreie, die ich gehört habe. Let me go, let me go. Da stand ich mit diesem Direktor Personal im Gang und wir haben über Möglichkeiten geredet, dort zu arbeiten.
die Schreie im Hintergrund gehört. Es wurde von allen ignoriert, die auf dem Gang standen. Auf Nachfrage habe ich auch keine Information darüber bekommen. Sie waren sehr oft von sehr jungen Menschen umgeben, 19, 20, 21 Jahre alt. Sind die denn auch mal ganz ahnungslos da reingegangen und sind dann umgedreht worden oder sind die von vornherein so hart drauf gewesen? Also von Sören weiß ich, von diesem Direktor Personal, der ist da ganz gezielt reingegangen, weil er sich irgendwelche Art von Antworten erhofft hatte. Und andere wiederum, wie Carina, die sind dann schon aufgewachsen damit, also auch durchs Elternhaus sind sie schon da reingekommen. Sind Sie denn da einfach reingegangen und haben gesagt, mich interessiert das oder hat man Sie angesprochen? Der Gedanke war natürlich, das interessiert mich, also ich will dieses Thema aufgreifen als Journalist und bin dann einfach nur mal, um mir das anzuschauen, mit dem Rad vorbeigefahren langsam und wurde dabei gesehen von innen und dann ist einer rausgerannt und hat mich gestoppt auf dem Rad. Mhm. Wenn Sie denen gesagt hätten, ich finde euch und eure Kirche ja ganz großartig, aber ich bin arbeitsloser Student, es tut mir leid, ich habe kein Geld, ich kann die Kurse nicht bezahlen, wären Sie dann rausgeschmissen worden? Nein, sicherlich nicht. Also irgendwie wird dann versucht, einen Weg zu finden, dass man diesen Kurs macht. Also ich habe da auch schon einen Rabatt bekommen bei meinem ersten Kurs, weil ich da sehr rumgeknapst habe mit dem Geld und gesagt habe, jetzt passt es ganz überhaupt nicht. Und da wird aber versucht, eine Lösung zu finden. Natürlich eine, die Geld kostet. Keine, wo man jetzt sagt, studier doch mal kostenlos in unserer Bibliothek oder in sonstiger Weise. Haben Sie mal Kontakt zu anderen, ich nenne sie mal Anfängern, gehabt oder werden Sie voneinander isoliert? Zum größten Teil isoliert. Also das war ein Gedanke am Anfang, dass man reingeht und natürlich mit vielen anderen Neulingen sich unterhält, was die dahin treibt, ob man vielleicht ein Muster erkennen könnte. Diese Kurse sind auch immer 1:1 oder 2:1 Situationen? Nein, die Kurse sind nicht 1:1 Situationen, die sind schon in einem Raum, also dass da mehrere sitzen, aber man wird immer einzeln betreut und es ist immer sehr viel Selbstarbeit, also es entsteht da jetzt keine, es ist nicht so, dass jemand wie ein Lehrer vor dieser Klasse steht und referiert. Mhm. Welcher Personentyp ist aus Ihrer Erfahrung anfällig für Scientology? Wer geht da hin? Also das ist ganz schwierig zu sagen und es ist auch vielleicht sehr gefährlich, das so in eine Kategorie einzuteilen. Einfach, ja. Scientology zielt ja einfach darauf ab, dass sie Menschen in einem Moment der Schwäche erwischen. Also darauf ziehen diese Persönlichkeitstests ab und auch diese Stresstests, die sie auf der Straße machen oder dass jemand sich verbessern will. Und in dem Moment ist Scientology da, stellt einen Fehler fest und bietet gleichzeitig aber eine Lösung an. Und ich denke, so ein Moment der Schwäche hat jeder mal. Also da jetzt ein Muster über die Leute zu legen, wäre schwierig und der Sache auch nicht dienlich, denke ich. Haben die irgendwann mal Verdacht geschöpft, was Sie angeht, dass da möglicherweise irgendwas nicht stimmt? Also es wurde mit mir ein Sicherheitscheck gemacht am E-Meter. Also praktisch an diesem Lügendetektor, ob ich dann jetzt von der Presse sei und Geschichten für Zeitung finden soll. Aber im Nachhinein muss ich sagen, glaube ich nicht, dass sie Verdacht geschöpft haben, sondern das war eine Standardprozedur, die sie da gemacht haben. Wenn Sie da befragt wurden, wenn Sie auch an dieses E-Meter angeschlossen wurden, wie konnten Sie die täuschen? Weil dieses Gerät tatsächlich im Grunde Quatsch ist. Wenn man doll drauf drückt, dann geht dieser elektrische Strom hoch und wenn man ein bisschen mehr loslässt, dann ist er entsprechend unten. Also ich wusste am Ende nicht, ob ich sie getäuscht habe oder nicht. Also man kann ja einfach weiter nein, nein, nein sagen. Ich bin nicht von der Presse oder ich bin nicht vom Verfassungsschutz oder von sonst einer Organisation und irgendwann müssen es